Der vor einigen Jahren verstorbene amerikanische Pastor John Osteen hat einmal etwas Interessantes erlebt. Und zwar stand ein Gemeindefest für seine Gemeinde an und da war es üblich, Barbecue zu machen, zu grillen. Und er hat den Eindruck, dass der Herr ihm zwei Kühe verspricht, die man dann schlachten kann und die sie dann entsprechend da grillen können. Zwei Kühe, es war eine große Gemeinde, das brauchten sie schon. Und er hat seiner Gemeinde verkündet, der Herr hat mir gesagt, er will uns zwei Kühe schenken für dieses Grillfest. Und die Zeit lief und keine Sicht von den Kühen, es kam nicht dazu. Keiner sagte ihm irgendwas zu, keiner schenkte ihm die Kühe oder versprach sie ihm nichts. Und der Tag des Festes, des Gemeindefestes, kam immer näher und näher und irgendwie war von den Kühen nichts in Sicht. Und es wurde wirklich knapp und irgendwann dachte er, naja gut, vielleicht habe ich falsch gehört und hat die Kühe einfach bestellt. Das war jetzt keine große Sache. Er hat die Kühe bestellt, die wurden geliefert, wurden geschlachtet und die hatten ein super Fest. Aber kurz darauf hatte er einen eindrücklichen Traum in der Nacht. Und zwar träumte er, da sah er so eine Landschaft und am Horizont lag eine gigantisch große Schlange. Und diese große Schlange hatte etwas verschlungen und am Horizont konnte man so sehen die Umrisse von dem, was die Schlange verschlungen hatte. Und es waren ganz offensichtlich die Umrisse von zwei Kühen. Die Schlange hatte die beiden Kühe verschlungen. Und ihm wurde bewusst, die Schlange, nämlich Satan, hat die Verheißung dieser Zusage von diesen beiden Kühen verschlungen. Aufgrund seiner Ungeduld und seines Ungehorsams, dieses menschlich so nachvollziehbaren Schrittes, dass er gesagt hat, okay, das kommt nicht, ich bestelle die Kühe, ist dieses Geschenk, was Gott ihm zugesagt hatte, dass die Kühe kommen werden, vom Feind geraubt worden. Das war jetzt keine riesengroße Sache für diese Gemeinde. Aber das war etwas, was dieser Pastor Osteen verstanden hat und wo er gelernt hat, ich verlasse mich auf die Verheißungen des Herrn. Ich werde nicht zulassen, auch wenn die Zeit knapp wird, auch wenn es eng wird, auch wenn es unmöglich aussieht, dass diese Schlange mich weiter um Dinge beraubt, die Gott mir versprochen hat. Und ich glaube, das gilt auch für uns. Was hat Gott dir zugesagt für dein Leben? Was hat er dir versprochen? Wo hast du für Dinge gebetet, wo du weißt, dass Gott sie dir schenken will? Pass auf, dass nicht die Schlange kommt und sie dir raubt und verschlingt, nur weil es scheinbar unmöglich wird, dass diese Sachen tatsächlich realisiert werden können. Gott ist der Gott des Übernatürlichen. Er kann Dinge tun, die menschlich völlig unmöglich sind. Er kann hervorbringen, was er dir zugesagt hat, so unmöglich es auch immer aussehen mag. Die Bibel sagt, werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Denn Ausharren habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davontragt. Wirft deine Zuversicht nicht weg. Harre aus. Die Verheißung wirst du davontragen, wenn du dranbleibst. Achte darauf, dass die Schlange das, was Gott dir schenken will, nicht verschlingt. Ich glaube, Gott hat viel mehr für dich.